Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, wir sind in Staffel 2 bei Ausgabe Nummer 4. Wir nehmen heute auf am 4.12.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Dominik, den ich ganz herzlich begrüße. Ja, hallo Stefan. Ja, du bist tatsächlich der erste männliche Gast in dieser Staffel, was dann vielleicht auch mal wieder ganz gut ist zur Abwechslung, nachdem jetzt dreimal in Folge Damen dran waren. Und bevor wir auf die Feinheiten des Herrentennis bei dir eingehen, erzähl doch mal, für welchen Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du unterwegs, vielleicht verrätst du uns auch, wie alt du bist und was deine aktuelle Leistungsklasse ist. Ja, also ich bin Dominik Günther und spiele in der Tennisabteilung des TSV Plattenhardt. Der ist in Filderstadt bei Stuttgart. Und ja, da spiele ich aktuell noch bei den Herren, obwohl mit 33 auch die 30er durchaus interessant wären. Aber ja, da habe ich ab und zu mal ausgeholfen, aber ansonsten bin ich bei den Herren unterwegs aktiv. Genau, und ich muss noch deine Leistungsklasse jetzt hören. Achso, Leistungsklasse, ja. Mittlerweile in dem neuen System 7.1, also 7,1. Das ist richtig, das habe ich auch recherchiert, dass du die 7.1 bist. Also mal wieder jemand, der eine einstellige LK hat und auch noch bei den Herren unterwegs ist, der es aber noch nicht geschafft hat, anscheinend ein Spiel zu absolvieren in dem neuen LK-System, was ja auch recht schwierig war, oder? Ja, also wir haben eine Winterrunde gemeldet. Da hatten wir auch schon den ersten Spieltag. Also das war, ich meine, Ende Oktober, also vor dem Lockdown im Prinzip. Und hatte ich aber zeitlich hat es nicht funktioniert bei mir. Aber ansonsten hätte ich auch da gespielt, ja. Ich bin ja hier ein bisschen weg inzwischen davon, den Fokus zu sehr auf die Leistungsklasse zu legen. Aber wenn ich jetzt mal schon jemanden hier habe, der zumindest Leute kennt, die schon mal in diesem neuen LK-System gespielt haben, hat man sich denn danach irgendwie ausgetauscht, wie groß dann plötzlich die Sprünge waren, die Leute gemacht haben mit einem Match, was sie dann bei den Medenspielen oder Punktspielen irgendwie absolviert haben? Also hast du da schon so erste Erfahrungswerte mal einsammeln können von deinen Mannschaftskameraden? Ja, also wir haben uns kurz drüber unterhalten mal, aber im Moment wird es noch nicht so ausführlich behandelt, das Thema. Aber man hat schon gemerkt, also gerade die oder derjenige, der gewonnen hat, das ist der Janis bei mir aus der Mannschaft, da merkt man dann schon, okay, da geht dann der Sprung halt mal um 0,5 oder sowas nach oben. Und das wäre halt ohne das neue System gar nicht möglich und finde ich halt auch interessanter daran, ja. Ja, mir geht's ähnlich. Ich bin auch sehr interessiert. Vielleicht führe ich hier demnächst mal so eine Kategorie ein. Man kann ja auf der Website immer so eintippen, wenn man gegen jemanden spielt mit der und der LK und dem Jahrgang, was dann daraus für eine neue LK resultieren würde. Vielleicht muss ich hier mal einführen, dass ich mal gucke, wenn ich gegen den Gast hier spielen würde und gewinnen würde, was ich dann als LK ergeben würde. Das ist vielleicht mal ganz interessant zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch eine coole Lösung. Es soll ja, Anfang nächsten Jahres, also im Januar, soll da ja auch noch eine App dazu rauskommen, soweit ich das gelesen hatte mal. Also ich finde es durchaus interessant. Ich bin auch voller Unterstützer von diesem neuen LK-System. Hätte mir noch die ein oder andere, Änderung oder ein bisschen feinere Anpassung gewünscht, aber man muss da ja auch, also da ist man ja nicht drin in den ganzen Entscheidungsgremien und was man beachten soll. Aber an sich finde ich es ein sehr cooles System und dann auch interessant eben mit der Vorausberechnung, wenn man sich dann die Gegner mal anschaut, ja. Was ist denn der kleine Kritikpunkt, den du jetzt im Kopf hättest, was du noch irgendwie drin gehabt hättest als Faktor oder als weiteres Ding, was da irgendwie berücksichtigt werden sollte? Ja, also ich finde die Lösung mit der Altersklasse nicht ganz optimal gelöst. Also da gab es auch den einen oder anderen Kritikpunkt von offizieller Seite oder von diesen Gremien, die damit nicht mitentscheiden, aber die da halt Vorschläge gebracht haben. Und halt auch die Umfrage, die große, die ja vor 3 oder 4 Jahren mittlerweile her ist. Also das erstens mal kam es aus meiner Sicht ein bisschen zu spät, die Reform. Aber ansonsten ist es halt eben im Moment ist es so, dass wenn man bei den Herren spielt, kriegt man eben im Prinzip 100% der erreichten Punkte
gut geschrieben. Und wenn man in der Altersklasse Herren 30 beispielsweise spielt, sind es dann nur 90%. Und da hätte ich mir, was heißt gewünscht, aber da hätte ich mir halt vorgestellt, wenn man 30 ist und bei den Aktiven spielt, dass man dann eben die 100% beziehungsweise halt da die Prozentzahl der 30er kriegt. Also das heißt, dass eben Ältere, die in anderen Kategorien spielen, dass die einfach anders bewertet werden. Also das ist für mich noch ein bisschen so ungleich, sage ich mal, aber muss man sehen, das ist ja alles auch, wie sich es entwickelt, muss man ja sehen. Also du meinst, dass tatsächlich quasi das wirkliche Alter berücksichtigt wird und nicht halt, in welcher Altersklasse man sich eingruppiert hat. Genau das. Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, da wird man, ich vermute fast, da wird man kräftig drüber diskutiert haben und dann das irgendwie als bessere Lösung gefunden haben, aber wir werden ja dann sehen, wie sich das entwickelt und was das für Auswirkungen hat. Ich wusste ehrlich gesagt noch gar nicht, in welche Richtung das überhaupt berücksichtigt wird, weil ich dann auch noch gar nicht so im Detail mir das durchgelesen hatte, aber damit hast du mich jetzt hier vielleicht ein Stück weit aufgeklärt, was dann ja zu berücksichtigen ist und was halt nicht. Aber gut, lass uns mal von dem LK-System wegkommen. Da wird wahrscheinlich sowieso noch die nächsten Monate hier öfters drüber diskutiert werden können. Und zwar würde ich erstmal gerne, wie so oft, über deinen Verein reden, wo du ja schon gesagt hast, dass ihr in Filderstadt seid und ich natürlich mit Plattenhardt erstmal irgendwie Berlin verbunden habe. Fußballfans werden wissen, warum, weil ich glaube, bei Hertha BSC spielt ein Spieler, der tatsächlich mit Nachnamen Plattenhardt heißt. Ja. Ich vermute Marvin aber, dass... Plattenhardt, ja. Wie bitte? Marvin Plattenhardt, ja. Genau, so heißt er mit Vornamen. Ja. Aber ich vermute mal nicht, dass sich euer Verein nach dem Fußballspieler benannt hat, sondern einen anderen Herkunftsort hat. Also erklär mal so ein bisschen, wo kommt der Name her und dann vielleicht, was denn so besonders an eurem Verein ist. Ja, also besonders in dem Sinne, ich weiß gar nicht, ob bei dir im Podcast schon andere aus Tennisabteilungen da waren. Also bei uns ist es so, der TSV, ja, wie es auch schon sagt, ist eigentlich, sag mal, groß ist da die Fußballabteilung und wir sind halt die Tennisabteilung des TSV und somit kein eigenständiger Verein. Haben aber aufgrund dessen Vorteile und Nachteile, die es mitbringt. Und aber auch da eine relativ große Anzahl an Mitgliedern für einen kleinen Club in Filderstadt. Und Filderstadt besteht aus 5 Ortsteilen. Und ganz großer oder der bekannteste Verein aus Filderstadt ist der TC Bernhausen beispielsweise, der auch in den Vereinsrankings immer ganz weit oben ist, also in diesen LK-Punkte-Sammel-Rankings. Und und da macht sich's halt eben als Tennisabteilung und in einem der Ortsteile, sagen wir mal, eher schwer. Aber wir haben eindeutig halt den Fokus, oder sagen wir mal so, der Fokus liegt bei uns eher auf dem Beisammensein, bei diesem gemütlichen Hobby-Tennis mit teilweise schon ambitionierten Spielern. Also da haben wir eine gute Mannschaft beisammen und sind auch in den letzten Jahren, gerade was den aktiven Bereich, speziell Herren angeht, sind wir da schon gut unterwegs. Im Endeffekt denke ich, dass es relativ ähnliches Altersgefüge ist wie in vielen Tennisvereinen. Also dass man halt ein Großteil der älteren Leute, sagt man so 40 plus hat, wenn man das sind so ungefähr, ich würde jetzt mal schätzen, so 30% aller Mitglieder, die da in dem 40 plus Bereich oder fast 50% der Mitglieder im 40 plus Bereich unterwegs sind und der Rest dann halt alles, sagen wir mal, in der Jugend und die Herren oder Aktiven sind da eher spärlicher besetzt, auch bei den Damen, ja. Und zwar so spärlich, dass das, sagen wir mal, auch ein grundlegendes Problem bei euch ist? Oder habt ihr immer noch so einen gewissen Grundstock an Nachwuchs, der hinterherkommt und auch kriegt ihr auch noch eine Damenmannschaft zusammen? Weil das ist ja tatsächlich auch oft ein Problem, dass man gerade Damen 30 sehr, sehr dünn besetzt ist in den Vereinen. Ja, also wir haben 30er-Mannschaften, um das mal anzusprechen, also 30er-Mannschaft haben wir, aber wenn man da die Damen und die Herren sich anschaut, dann sind es eigentlich auch schon wieder die 40-Plus-Fraktion, die sich aber noch jung geblieben fühlen, sage ich mal. Und was den Nachwuchs angeht,
Da kommt spärlich was nach. Ich meine, ich sage jetzt mal meine Generation, so ja, sagen wir um die 90er Jahre, da gibt es eindeutig oder gab es schon mehr Spieler. Also wir haben unsere aktive Mannschaft besteht im Endeffekt aus, also wir haben zwei aktive Mannschaften, zwei Sechser-Mannschaften. Und die bestehen so aus 50%, sagen wir 30er, also um die 30, und die anderen sind so Mitte 20, ja. Und dann kommt aber erstmal lange nichts. Also die nächsten, jetzt kamen jetzt erst dieses Jahr oder nächstes Jahr kommen die hoch, die dann eben 19 sind. Und ja, also da ist schon eine kleine Lücke zu spüren, ja. Du hast schon angesprochen, dass ihr in einer, ja, dass ihr ja quasi eine Tennisabteilung in einem größeren Verein seid und dass das Vor- und Nachteile mit sich bringt. Und du hast, glaube ich, recht, bisher ist sowas hier ja vielleicht schon mal vorgekommen, aber noch gar nicht so im Fokus gewesen, was das vielleicht auch für Besonderheiten mit sich bringt. Und daher würde ich jetzt einfach mal ja fragen, was sind denn so gerade Vor- und Nachteile von so einem Konstrukt? Also einfach um das mal ein bisschen besseres Gefühl für zu bekommen, was du dazu irgendwie sagen kannst. Ja, also wenn man jetzt mal hernehmen würde, dass man leistungsbezogen Tennis spielen möchte, also dass man ja wirklich auch höher hinaus will mit den aktiven oder Jugendmannschaften, dann ist es halt schwierig, einfach auch deswegen, weil bestimmte Gelder fehlen. Also es gibt dann halt keinen speziellen Förderverein oder ja nicht diesen Rückhalt in Anführungszeichen. Dass man Sponsoren bekommt, allein für die Tennisabteilung oder für den Tennisclub. Und auch die Mitgliedsbeiträge, die werden zum Großteil eben an den Hauptverein abgeführt und davon kriegen wir einen kleinen Teil eben und für unsere Abteilung halt wieder zurücküberwiesen. Also das heißt, wir können gar keine großen Rücklagen in dem Sinne bilden, weil wenn wir jetzt auch an Infrastrukturen denken, wie einen neuen Tennisplatz oder sowas, dann läuft das immer über den Hauptverein. Also das kann einerseits natürlich der Nachteil sein. Andererseits muss man auch sagen, hat man halt weniger Verwaltungsarbeit und kann da einfach sich ein bisschen mehr auf, sagen wir mal, auf die gesellschaftlichen Vorteile ja, konzentrieren und kann da einfach eine lockere Atmosphäre schaffen. Ich meine, wie ist denn so, du hast ja gerade schon erwähnt, dass ein Großteil der Gelder, der Mitgliedsbeiträge gehen an den Hauptverein und dann ein Stück weit wieder zurück. Das ist ja auch gefühlt auch dann für so einen großen Verein mit mehreren Sparten auch so ein Tennisverein ganz praktisch, weil ja bei uns auch die Mitgliedsbeiträge im Schnitt auch ein bisschen höher sind als zum Beispiel bei einem ja, Fußballverein oder schätze ich das gerade falsch ein? Also ja, es ist so, die Mitgliedsbeiträge in der Tennisabteilung oder für die Tennisabteilung sind höher, als wenn man jetzt nur in dem zum Beispiel in der Fußballabteilung wäre. Liegt halt aber auch daran, klar, die Tennisplätze, die Pflege und das Ganze hat man auch einen anderen Aufwand und mag vielleicht auch daher rühren, dass wir haben ja eine eigene Anlage und wenn man jetzt eine Basketballabteilung nimmt, die hat halt die gleiche Halle wie halt die Fußballabteilung auch benutzt. Also das sind, denke ich, dann auch dadurch ja, Unterschiede schon mal da. Und im Tennis ja generell hat es ja immer noch so ein bisschen ja, diesen elitären Sport, ja, obwohl das ja schon ein bisschen sich bessert, sage ich mal. Aber ja, um da einfach auch konkurrenzfähig zu sein im Endeffekt und da die Anlage in Schuss zu halten, sind dann die Beiträge zwar etwas höher als oder höher als in der Fußballabteilung, aber sagen wir, immer noch recht niedrig im Vergleich zu reinen Tennisclubs. Wie ist denn so der insgesamt dann der Austausch vielleicht auch ja, spartenübergreifend? Also kennt man sich so auch mit anderen Mitgliedern, die andere Sportarten betreiben oder ist da auch eher eine Konkurrenzsituation, weil man nicht möchte, dass die ja, Fußballer irgendwann zum Tennis abwandern, weil sie halt vielleicht dann doch lieber den Sport entdecken oder ist das auch gesamtheitlich ein Verein, der irgendwie einigermaßen ja, eng zusammenrückt, weil er vielleicht auch die Besonderheit hat, dass die Sportanlagen recht nah beieinander liegen oder irgendwie sowas?
Ja, also die Sportanlagen liegen direkt nebeneinander. Das einmal dazu. Und ja, Konkurrenz gibt es eigentlich gar nicht. Also das ist schon einfach ein sehr schönes Miteinander. Und wir haben auch viele ehemalige Fußballer, die dann zum Tennissport gewechselt haben, im Alter einfach, ja, wenn sie dann nicht mehr aktiv spielen oder sowas. Oder auch die Jugend, also Kinder, die, sagen wir mal so, bis 14 oder vielleicht sogar noch jünger, ja, so im Grundschulalter, die dann Fußball in der Fußballabteilung spielen und die kommen dann halt auch zum Tennis und nehmen das dann als Ausgleich. Und ja, da kann man eigentlich nur profitieren davon, sage ich mal. Verstehe. Ich habe auf eurer Website, glaube ich, richtig gesehen, dass ihr vier Flutlichtplätze habt und damit die Hälfte eurer Plätze mit Licht ausgestattet sind, oder? Ja, das ist eine, würde ich sagen, eine ganz große Besonderheit, weil wenn man in, ja, Filderstadt oder auch Umgebung schaut, sind wir einer der ganz, ganz wenigen, beziehungsweise in Filderstadt der einzige, ja, oder die einzige Tennisabteilung oder Tennisclub mit Flutlicht. Und ja, vier ist halt eine Luxussituation. Also das macht die Planung gerade. Ja, also auch für mich als Sportwart hatte ich, glaube ich, vorhin vergessen zu erwähnen, dass ich noch das Amt, Ehrenamt als Sportwart noch betreibe. Macht es dann einfacher auch mit der Planung der Mannschaftstrainings, weil gerade auch im Sommer ist es zwar noch lange hell, aber gerade wenn es in die Herbstmonate oder in den Spätsommer reingeht, dann hat man ja dann doch ab und zu abends das Problem mit der Dunkelheit. Und ja, und da macht es halt eben, hat das einen mega Vorteil und ist schon cool. Also wird auch genutzt. Wir haben da auch ein alljährliches Flutlichtturnier. Gut, dieses Jahr leider nicht, aber sonst die Jahre davor haben wir mal ein Flutlichtturnier. Das geht dann um, ja, so um 8., 9. ist da das Warm-up, sagt man mal so. Und dann geht es ab 10, 11 geht es dann los bis in die Nacht rein. Wirklich, wo dann durchgängig bei Flutlicht gespielt wird. Ich bin ja, wenn ich sowas jetzt höre, dann immer so ein bisschen neidisch, weil gerade so Flutlichtturnier und dann bis spät in die Nacht, das klingt dann auch nach einer Sache, die dann auch, ich glaube auch dann, ich vermute jetzt noch partymäßig vielleicht ganz gut begleitet wird, dass dann auch noch mehr Leute halt länger da bleiben und vielleicht noch was trinken und essen und dass dann schon immer ein cooles Event daraus entsteht. Ja, das auf jeden Fall. Also die Events oder gerade das Flutlichtturnier, das wird auch immer ganz gut angenommen. Und generell ist es bei uns eigentlich so, die Anlage ist immer voll. Also wenn man sich das anschaut, wir haben so ungefähr 230 Mitglieder aktuell. Es war auch schon die Jahre davor ein bisschen weniger. Also wir haben uns immer um die 200 Mitglieder bewegt. Aber davon spielen halt, ja, so gut 90% in Mannschaften. Und man hat eigentlich vor allem Dienstag bis Donnerstag, da ist die Anlage proppevoll über die Sommermonate. Also jetzt mal dieses Jahr ausgenommen, aber ansonsten, da sind 30, 40 Leute, keine Seltenheit, die dann abends noch beisammen hocken. Und dann halt eben auch, wenn dann abends oder wenn dann noch Mannschaftstraining ansteht und die letzten Mannschaftstraining um 21 Uhr beginnen oder sowas, oder bis 21 Uhr gehen. Dann ja, hat man da einfach noch Betrieb auf der Anlage. Das macht es halt dann schon erstens gesellig, zweitens ja, ist es eine Besonderheit. Ja, das ist definitiv eine Besonderheit, wenn ich gucke, dass ihr 8 Plätze habt und 230 Mitglieder und das jetzt in Relation zu dem setze, was in meinem Verein zum Beispiel ist. Wir haben 7 Plätze, aber ich glaube auch ein Stück weit mehr Mitglieder. Klar haben wir auch eine recht gute Auslastung, aber wenn du sagst, dass ihr auch mit der ja, kleineren Anzahl und mit ganz vielen Spielerinnen und Spielern, die in Mannschaften am Spielen ausgestattet seid, dann ist das, glaube ich, ja, rundet das hier so ein bisschen ab, was du meinst, dass ihr sehr, ja, sehr großes, tolles Miteinander habt und das insgesamt bei euch dann doch sehr gut funktioniert und ihr da gut aufgestellt seid. Ja, absolut. Also das ist wirklich so ein Punkt bei uns im Verein, dass das Beisammensein so mehr oder weniger den Fokus darstellt. Also wir haben einige ja, ehemalige oder ja, einige Spieler gerade in den letzten Jahren dazugewonnen, die eben in den, sagen wir mal, leistungsorientierteren oder in den reinen Tennisclubs ja, gespielt haben,
die sich dann aber da auch nicht mehr in der Mannschaft so richtig wohlgefühlt haben. Das heißt, da war kein Miteinander. Also da hat sich nicht unbedingt jeder untereinander gekannt. Ja, am Spieltag fährt man dann oder man fährt zum Spieltag und dann hat es da drei neue Jugendliche, sage ich jetzt mal, wenn man die Aktiven nimmt, ja, die zwar gut integriert werden sollen, aber man hat da gar keinen so persönlichen Bezug. Und das ist halt der große Pluspunkt, sage ich mal, bei uns, dass es da hauptsächlich sag mal, die Geselligkeit der Fokus ist und dann halt eben daraus ein super Mannschafts- oder Team-Spirit entsteht. Und wir da einfach dadurch unsere Leistung, muss man auch sagen, eigentlich und leistungsfähiger sind auch schon. Ja? Also an den Spieltagen oder erfolgreicher sein können. Ja. Also mich hast du gewonnen. Wenn ich mal nach Filderstadt ziehen sollte, dann hättest du mich, glaube ich, schon allein wegen der Flutlichtanlage überzeugen können. Aber ich glaube, der Verein wäre auch für mich sehr, sehr passend und zu dem, was ich gerne suchen würde. Ja, also ich denke, die Flutlichtanlage soll nicht der Punkt sein, weshalb man bei uns bleibt, sondern ich glaube, es ist wirklich der Spirit, sage ich mal, der in der Abteilung herrscht. Ja. Dann ist es halt so, wegen der Flutlichtanlage komme ich und wegen des Spirits bleibe ich. Ja, so kann man es gut zusammenfassen, denke ich. So geht es wahrscheinlich vielen. Wie lange bist du denn schon da im Verein Mitglied? Ist das dein erster und einziger oder warst du vorher auch schon mal woanders unterwegs? Also es ist so mein erster Verein im Prinzip. Ja. Also wir sind nach Filderstadt gezogen, da war ich so in etwa 3, 4 Jahre alt. Und in dem Alter hatte ich dann auch wirklich angefangen mit Tennis. Also ich habe davor schon ein bisschen mal mit den Eltern auf dem Platz Zeit verbracht, ja. Aber dann da in dem Tennisclub eigentlich Tennis spielen gelernt, sagen wir es mal so. Wie gesagt, war mein erster Club, den ich dann über die ganze Schulzeit bis zum Studium auch treu geblieben bin. Dann während dem Studium oder im Studium danach bin ich dann nach Konstanz gezogen und bin dann da in den Verein eingetreten und war dann während meiner Studienzeit in Konstanz eben im Tennisclub und habe da gespielt. Und ja, und dann hat es mich beruflich wieder zurück zu den Wurzeln oder beziehungsweise in meine Heimatstadt gezogen. Und ja, und bin dann natürlich selbstverständlich direkt wieder in die Tennismannschaft hier in Plattenhardt gewechselt. Warst du aber trotzdem konstant Mitglied im Verein oder bist du zwischenzeitlich auch dann ausgetreten? Ja, ich bin zwischenzeitlich ausgetreten. Ich hatte da so ein bisschen, sagen wir mal, ein Sonderdeal mit der Abteilung, weil ich davor halt auch schon das Amt des Sportwarts betreut habe. Und ja, dass ich eben ohne Mitgliedsbeitrag trotzdem spielen darf, also kostenfrei spielen darf, wenn ich mal da wäre, in den Ferien beispielsweise, also Semesterferien oder so. Und deswegen habe ich mir ehrlich gesagt dann auch das Geld gespart und bin dann aber, klar, als ich dann wieder hier war, bin ich dann wieder direkt eingetreten. Da fehlen dir aber dann ein paar Jahre, um dann irgendwie frühzeitig ein Jubiläum feiern zu können, oder? Ja, leider. Also meine ganzen Kumpels in meiner Mannschaft drumherum, oder nicht alle, aber ein paar, die wurden jetzt geehrt für, ich glaube, 25 oder gab es auch schon einen, der 30 Jahre Mitgliedschaft hat. Ja, da geht es aber dann nicht um die Abteilung, sondern wirklich um den kompletten Verein. Ja, das war dann schon schade mit anzusehen, sage ich mal, dass die geehrt wurden und ich noch nicht, aber ja, so wichtig ist es dann auch nicht. Aber hast du mal nachgefragt, ob man bei dir jetzt von vorne angefangen hat zu zählen oder ob die alten Jahre mit dazu gezählt werden? Nein, die alten Jahre zählen leider nicht. Also da hat man nicht so ein Punktekonto oder so ein Jahreskonto, wo man dann füllen kann. Nee. Also das heißt, das hat dann bei mir, ich glaube, 2012 wieder neu gestartet. Ja gut, dann viel Ausdauer, damit du das dann bald aufholen kannst. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen auf deine Karriere gucken werden, sind die Chancen, glaube ich, ganz gut, dass du auch noch viele weitere Jahrzehnte Tennis spielen wirst. Denn du hast ja gerade schon angedeutet, du warst sehr, sehr jung, wo du angefangen hast, nicht wahr? Ja, also ich habe so mit, zu dem Zeitpunkt, wenn man mal als Kind oder Kleinkind einen Schläger halten kann, seitdem spiele ich eigentlich Tennis. Ja. Anfangs, damals haben wir noch in
in Oberbayern, also in der Nähe von Bad Tölz gewohnt oder gelebt. Und ja, da habe ich so meine ersten, die Anfänge im Tennis mitgemacht, ja, wo mir dann die Eltern den Ball zuwerfen und ich einfach nur mal versucht habe, den Ball dann zu treffen. Oder auch mit einem Onkel oder Uronkel, muss man sagen, dann Softball. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen noch bekannt ist. Ich glaube, das wird so auch nicht mehr gespielt. Also Softball viel gespielt und ja, da damals, als ich dann immer mit dem kleinen Tennisschläger rumgerannt bin, haben sie mich auch schon, ja, es war ja Anfang der 90er, haben sie mich immer Bobbele genannt. Es war so ein kleiner Spitzname zu der Zeit. Ja, also seitdem habe ich eigentlich den Tennisschläger in der Hand und habe ihn auch nie wieder weggelegt. Du stammst demzufolge auch aus einer sehr tennisbegeisterten Familie. Ja, also die Eltern haben, würde sagen, so um, ja, 20 oder ja, spätes Teenie-Alter haben die angefangen mit Tennis in ihrer Heimat und ja, und das hat sich einfach so ja, eingeimpft, sage ich mal, bei mir. Hast du denn Geschwister, die dann auch Tennis spielen mussten, oder bist du Einzelkind und der Einzige, der Tennis spielt als Nachwuchs deiner Eltern? Nee, also ich habe eine Schwester, die auch Tennis spielt, die aber jetzt das, sagen wir mal, nicht so ganz verfolgt hat, so intensiv. Die hat anfangs gar keinen Tennis gespielt, dann, sagen wir mal, mit 10, 12, meine ich, hat sie dann wieder angefangen oder hat sie mal angefangen, hat es dann aber auch wieder aufgehört, weil andere Interessen da waren. Und ist aber jetzt auch wieder richtig aktiv dabei und hat richtig gute Fortschritte gemacht und spielt bei uns da in der Damenmannschaft, ja. Ah, verstehe. Wie hat sich denn da so deine, ja, dann, da du ja dann anscheinend ein bisschen konstanter gespielt hast als deine Schwester, wie hat sich denn so die Kindheit und Tennisjugend bei dir so, ja, angefühlt? Was hast du denn so erlebt und gemacht? Ich meine, wir sind ja tatsächlich beide derselbe Jahrgang. Ich hoffe, das darf ich hier verraten, ohne vielleicht auch einen Jahrgang zu nennen, aber wir sind ja im selben Jahr geboren und ich habe ja leicht später angefangen als du. Ich war schon 16 Jahre alt und muss jetzt mal bei dir fragen, was habe ich denn die ersten, ja, 13 Jahre verpasst, die ich auch hätte Tennis spielen können? Ja, also ich fand gerade die Anfangsphase, so in dem Grundschulalter, dieses Kleinfeldtennis, ja, es wird ja zurzeit immer weniger. Man geht ja viel früher auf das große Feld, zwar dann auch eher mit einem kürzeren Feld, aber übers hohe Netz. Aber da damals Kleinfeldtennis, das war schon, ja, muss ich sagen, echt eine schöne Zeit. Auch die Wettbewerbe, die ja mittlerweile oder immer noch, aber damals auch recht vielfältig waren, heißt auch bei den Mannschaftsspielen damals war es dann so, dass man vorher irgendwelche Geschicklichkeits- und Schnelligkeitsübungen machen musste in der Staffel mit der eigenen Mannschaft gegen die andere und dann danach eben die Matches. Ja, und das muss ich sagen, das war echt schon eine coole Erfahrung. Und dann auch eben aus diesem Kleinfeld raus ins Großfeld bei den Knaben. Also damals hieß es noch Knaben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in allen Verbänden so hieß, aber soweit ich weiß nicht. Damals gab es eben Kleinfeld, dann gab es die nächste Altersstufe war dann Knaben. Das ist dann bis 14, meine ich. Und dann Junioren von 14 bis 18. Und danach kamen dann die Aktiven. Und ja, gerade die Kleinfeld- und Knabenzeit, das war schon, ja, sag mal, diese Unbeschwertheit im Tennis, aber diesen Wettbewerb trotzdem zu haben, das ist eigentlich, das ist so, wo ich mich gern dran zurückerinnere. Zu dem Wort Knaben, das ist mir bisher tatsächlich im Tenniskontext oft im Süden aufgefallen, dass das Wort benutzt wird. Das kann jetzt auch nur so eine Fehlwahrnehmung sein, dass das bisher so war, aber ich habe das Gefühl, dass das eher südlich geprägt ist. Aber wenn Hörerinnen und Hörer mich da korrigieren, bin ich natürlich dankbar, wenn die mir sagen, dass das vielleicht auch in anderen Bundesländern als ja, Begriff üblich ist. Ja, das kann durchaus sein, dass das recht südlich geprägt ist. Ich habe ja auch in den vergangenen Folgen bei dir gehört, ihr hattet ja auch immer mal wieder die Themen, wie heißt es? Heißt es Mädenspiel? Heißt es Mannschaftsspiel? Bei uns hieß es immer Verbandsspiel. Also das war nie irgendwie Mädenrunde, sondern Verbandsrunde. Also das ist auch, glaube ich, so ein WTB-Ding.
Das ist spannend, weil Verbandsrunde oder Verbandsspiele, ich glaube, das wurde auch in Berlin gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da muss ich vielleicht nochmal ins Archiv reinhören. Aber das ist ja irre, also wie unterschiedlich dann die Tennissprache dann doch geprägt ist, je nachdem, wo man sich aufhält. Ja, nicht nur das, glaube ich, sondern auch allgemein so die, ja, die Altersklassen, wo macht man welche Grenze, das ist von Verband zu Verband unterschiedlich. Und da muss ich sagen, bin ich auch froh, dass zumindest mal mit dem LK-System eine deutschlandweite Einheitlichkeit geschaffen worden ist, weil irgendwo will man ja auch Vergleichbarkeiten herstellen zu anderen Verbänden. Und wenn man da immer irgendwelche Systemwechsel hat oder irgendwelche anderen Bezeichnungen, ja, dann macht es das auch ein bisschen schwieriger. Ein Problem, was ich dabei dann natürlich sehe, ist, dass natürlich die Vereinheitlichung was bringt, aber wenn jetzt dann du eine LK, keine Ahnung, 7 aus Brandenburg hast und eine LK 7 aus vielleicht einem deutlich leistungsstärkeren Umfeld wie irgendwo Nordrhein-Westfalen, dann ist es auch wieder nicht ganz so 1:1 umzurechnen, weil sich da vielleicht dann auch die generelle Leistungsstärke ein bisschen anders einpendelt. Ja klar, also bei uns, das ist allein schon bei uns bemerkbar, in den Bezirken, die man hat, in den verschiedenen, da ist eine LK10 in einem Bezirk in Stuttgart hier bei uns in der Gegend auch ein bisschen was anderes, wie wenn man da weiter, sag ich mal, aufs Land rausgeht. Naja, gerade die Großstädte ziehen dann immer ein bisschen mehr Leistungsstärke an als die ja, kleinen Örtchen drumherum. Und das ist dann vielleicht der Trick, wie ich mich noch ein bisschen künstlich hochboosten kann, indem ich einfach aufs platte Land irgendwo mal ein paar LK-Turniere mitmache. Ja, das war auch teilweise schon mal meine Taktik, ja. Hat das denn funktioniert? Ja, also das muss ich sagen, das hat dann schon funktioniert. Wobei ich ehrlich gestehen muss, da kamen dann schon auch aus den Städten der ein oder andere angefahren. Also dann haben da mehrere die gleiche Idee und dann hat man doch wieder die gleiche Situation. Sehr schön. Du hast ja schon früh, wie ich das weiß, angefangen, Sportwart zu sein. Du hast ja schon gesagt, du bist aktuell immer noch Sportwart und hast, wenn ich das hier richtig notiert habe, in dem Alter damit angefangen, wo ich erst überhaupt angefangen habe, den Schläger zu schwingen, und zwar mit 16. Ja, also das damals durfte man oder man darf, glaube ich, erst mit 18 offiziell ein Ehrenamt begleiten. Bei mir gab es dann die, ja nicht Ausnahme, sondern wir haben das so gemacht, es gab eine Spielerin bei den Damen, die über 18 war und die hat mich halt gefragt, ob ich mit ihr das Amt zusammen begleiten will, also so Co-Produktion im Endeffekt. Und habe dann spontan und ja eigentlich gleich Ja gesagt. Und ja, und dann hat sich das so entwickelt. Also dann habe ich da die ersten Schritte machen können, habe dann mit ihr das Amt einfach, sagen wir mal, begleitet oder mitbegleitet und dann auch später übernommen, als ich dann 18 war. Ja, und dann während dem Studium, als ich dann in Konstanz war, habe ich dann sogar auch dort nach dem ersten, ich glaube, das war nach dem ersten Jahr dort im Tennisclub, habe ich dann auch das Amt des Sportwarts übernommen. Und ja, und das hat sich so irgendwie immer aufrechterhalten. Also als ich wieder zurückkam, ging auch kein Jahr rum, als ich dann wieder in meinem jetzigen Verein dann das Sportwartamt begleiten durfte. Wie kam es denn bei deinem ersten Engagement dazu, dass man auf dich zugekommen ist? Hat man verzweifelt jemanden gesucht, der da unterstützt? Und warst du der Erste oder der Fünfte, der gefragt wurde? Weißt du noch, wie man da ausgerechnet auf dich kam? Ja, also das hat sich irgendwie, ich sag mal, so ergeben. Also wie gesagt, die Spielerin aus den Damen, die wollte das sehr gerne machen und hat sich alleine erstmal nicht so zugetraut, würde ich jetzt mal behaupten, und hat halt jemanden gesucht, der mit ihr halt die Aufgaben betreut. Und ja, und dann wurde ich im Prinzip einfach von ihr gefragt und dann war das so, ja, sagen wir mal, war das so dann geschwätzt, mehr oder weniger, wie man auf Schwäbisch sagt. Und das hat dann auch in Co-Produktion dann gut bei euch funktioniert? Ja, das war echt in Ordnung. Also ich habe mich dann mehr auf die Meldung konzentriert und sie eher so mal das ein oder andere Turnier organisiert oder so.
Wenn ich jetzt gucke, dass du dann ja inzwischen dann sogar ich ja fast auf ja doch tatsächlich fast auf 2 Jahrzehnte irgendwie als Sportwart zurückblicken kannst mit kürzeren Unterbrechungen, hat sich das Amt denn in deinen Augen in der Zeit verändert? Zumindest also jetzt nicht unbedingt, also wenn du es nicht aufs Globale irgendwie benennen kannst, dann vielleicht auch für dich irgendwie persönlich, ist denn da irgendwie Sachen deutlich verschiedener im Vergleich zu ja Anfang der 2000er, wie es halt heute betrieben wird? Puh, ist für mich, glaube ich, ja, nicht schwierig zu sagen, sondern für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert. Liegt aber vielleicht auch einfach an dem Verein, in dem ich bin. Das heißt, wir waren nie der Verein, der nach Mitgliedern ringen musste, der versucht hat, irgendwie ganz oben mitzuspielen. Ja, also wir hatten immer eine gute Basis, wir haben eine super Jugendarbeit mit einer sehr engagierten Jugendwartin, die seit ich überhaupt denken kann, dort Jugendwartin ist. Und da haben sich jetzt nicht so viele Sachen verändert, sage ich mal. Klar, wenn man mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommt auf einem Turnier oder so und man weiß, der kommt aus der Nähe und ist ein cooler Typ, dann versucht man den schon mal vielleicht dazu zu überreden, spiel doch mal bei uns oder trainier doch mal mit oder so, um da, ja, sagen wir, die Spieler zu akquirieren. Aber im Grunde genommen hat sich da nichts verändert, wenn ich das so überlege. Das Einzige, was ich in dem Zusammenhang aber sagen kann, ist, dass von der Tennisabteilung, in der ich jetzt bin, zum Tennisverein, Tennisclub in Konstanz, wo ich war, dass sich da schon der Grundsatz ein bisschen ändert. Also gerade wenn du leistungsorientierter spielst, dass du dann mit Spielern reden musst und vielleicht auch ein bisschen die Goodies verteilen musst, damit die Spieler kommen, ja, oder auch mal die Spieler bezahlen in dem Sinn. Und das ist aus meiner Sicht ein Unterschied. Ja. Wie sind denn sonst so dann vielleicht mal nochmal ein bisschen allgemeiner die Tätigkeiten, die du als Sportwart ja aktuell so in der Regel durchführen musst? Was ist denn jetzt, Mannschaftsmeldung hast du ja schon genannt, aber was ist denn noch so, sind so klassische Tätigkeiten, die man ja in Filderstadt als Sportwart anzugehen hat? Einmal die Vereinsmeisterschaften, die alljährlichen, die wir durchführen. Das machen wir in einem sagen wir, überjährigen System. Also da gibt es jetzt nicht ein oder zwei Wochenenden, wo die durchgeführt werden, sondern das läuft, also gibt es eine Auslosung, dann läuft das entweder in einem K.O.-System oder Gruppenphase, laufen die dann übers Jahr hinweg, wo sich die Spielpartner im Endeffekt verabreden müssen. Und dann gibt es halt eine Deadline, bis zu welchem Zeitpunkt halt beispielsweise die erste oder zweite Runde gespielt werden muss. Das ist ein Thema. Dann natürlich neben der Mannschaftsmeldung auch das Organisieren des Mannschaftstrainings, also in Absprache mit unserem Vereinstrainer. Das heißt, da geht es darum, halt zu koordinieren, okay, welche Mannschaft darf um welche Uhrzeit, auf welchen Plätzen, an welchem Tag spielen. Also das sind so mal die großen Punkte, sage ich mal, die für mich da ja zu tun sind. Gerade der letzte Punkt, ist das ein tendenziell konfliktträchtiger Punkt oder seid ihr da eigentlich so eingespielt, dass auch die festen Zeiten, die man vielleicht auch schon seit Jahren hat, dass man die einfach beibehält und daher auch sehr wenig, sagen wir mal, hinterfragt werden muss, weil das System einfach funktioniert? Ja, also das ist so teils, teils. Es gibt so die Generation, die schon eh und je um diese Uhrzeit auf diesem Platz gespielt hat. Die wollen das dann natürlich immer auf Teufel komm raus oder beziehungsweise sehen das als selbstverständlich an. Man muss aber auch da immer mal ein bisschen flexibler sein. Aber im Grunde genommen verändert sich nicht viel. Ja. Also es ist eher bei den Mannschaften, sagen wir mal bei den Damen 30 oder bei den Damen ist so ein Thema, ja, wenn die dann Kinder haben und sowas und dann da die Zeiten sich eventuell verändern, wo man die Kinder von der Schule, vom Kindergarten oder von ihren anderen Sporttätigkeiten abholen muss, hinbringen, dann gibt es halt für manche halt da ein Zeitthema oder Tages oder Themen, die dann
manchen Tagen nicht durchführbar wären oder irgendwie so. Also da muss man ein bisschen koordinieren, aber im Großen und Ganzen ist das immer auch ja, sagen wir, ein gutes Miteinander, da findet man relativ schnell einen Konsens. Und bei den Vereinsmeisterschaften hast du ja auch angesprochen, ihr habt da halt auch ein ja, Turnierformat, was sich dann über ja längere Zeit zieht. War das schon immer so, seitdem du dabei bist, oder habt ihr da auch mal na, experimentiert und negatives oder positives Feedback bekommen, wenn irgendwas quasi anders gemacht wurde als vielleicht die Jahre davor? Ja, also das ist bei uns wirklich so ein fortlaufender Prozess, sage ich mal. Es gab jahrelang gar keine Vereinsmeisterschaften, also vor allem bei den Aktiven und Älteren oder Senioren. Ja. Also in der Jugend, soweit ich weiß, gab es fast immer Vereinsmeisterschaften. Aber bei den Aktiven und Senioren, da hat man sich die letzten Jahre immer mal probiert. Also da ging es wirklich von dem System, also übers Jahr hinweg, auch mal nur an ein oder zwei Wochenenden versuchen, das durchzuführen. Und man will ja auch so viele wie möglich dazu bringen, mitzuspielen, weil das ja auch wieder die, sagen wir mal, den gesellschaftlicher Aspekt ist. Und ja, also da ist, sag ich mal, hat sich das schon bewährt, dann, dass man es über die ganze Saison durchführt, dann mit den Austragungen der Finals und so weiter. Das ist immer so ein Thema, auch wieder der Zeitlichkeit. Ja, dann muss man es im September meistens, oder ist es im September immer angesetzt worden, und dann sind dann viele auch da im Urlaub und so weiter. Es ist dann schon ein Punkt, wo sich das immer wieder entwickelt oder immer ja, einfach verändert. Ja, und wo man da ein bisschen auch Feedback braucht. Ja, das ist für mich halt tatsächlich sehr, sehr spannend zu hören, weil ich habe bei uns dieses Jahr ersatzweise mich um die Vereinsmeisterschaften gekümmert, und da auch ein paar Sachen entdecke ich jetzt so ein bisschen wieder, was auch Problempunkte sind, wo man auch sich dann auch Schritt für Schritt wahrscheinlich entwickelt, auch in die Richtung, wie es am besten für einen Verein passt. Wie ist das denn so, sagen wir mal, vereinsübergreifend? Hast du auch mit anderen Sportwarten irgendwie Kontakt oder kriegst du da mit, wie da gewisse Sachen gelöst werden, oder bist du da dann doch eher quasi intern bei dir nur als Sportwart unterwegs? Ja, also da bin ich ehrlich, da sind wir schon eher in unserer eigenen kleinen Welt unterwegs. Ich glaube aber auch, dass es nicht immer, ja, sag mal, gut vergleichbar ist, kommt ja auch auf das Gefüge drauf an. Ich meine, wenn du es angesprochen hast, dass ihr bei euch bei 7 Plätzen irgendwie nur und über 300 Mitgliedern, da ist es dann schon anders wie bei einem bei einem Club, der 200 Mitglieder hat und davon aber alle spielen. Ja, also das ist dann, da muss man sehen, wie bringt man alle am besten unter einen Hut. Und ja, wo hat es einfach die größte Resonanz? Und wenn dann wieder ein anderer Club kommt, der leistungsorientiert spielt, die machen dann vielleicht gar keine, weil da die Jugend oder die aktiven Spieler auf Turnieren unterwegs sind und dafür gar keine Zeit hätten. Ja. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch denn? Was meinst du genau? Also, mit den Vereinsmeisterschaften, die. Also wir hatten jetzt die letzten Jahre den Modus quasi, dass man sich, gab halt auch so einen engeren Zeitraum, so um die 4 Wochen, die man hatte, und dann auch quasi bis Datum X muss die und die Runde abgeschlossen sein, und dann geht es halt Schritt für Schritt weiter, und eigentlich waren auch immer große Finaltage irgendwie eingeplant, aber gut, das war dieses Jahr alles ein bisschen komplizierter wegen Corona und so, da hat man nochmal ein bisschen flexibler irgendwie agiert, aber bei uns war auch eher das Ding, wir haben das schon über einen längeren Zeitraum gestreckt, aber halt dann auch mit Problem, Konkurrenzen voll zu bekommen, oder dann das Problem, dass einige Leute bei sehr vielen Konkurrenzen mitmachen. Du kannst ja allein schon, wenn du nur Einzel, Doppel und Mixed irgendwie anbietest, schon plötzlich bei 3 Konkurrenzen mit dabei sein, und gerade die leistungsstarken Spieler, die sind, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die kommen dann gerne auch überall, zumindest ins Halbfinale oder ins Finale, und dann wird das schon recht voll irgendwann mit dem Spielplan für gewisse Leute, und da dann auf die entsprechenden Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, das ist dann tatsächlich auch eine ja, Herausforderung, wo ich dann auch dann dabei war, mich da eher heranzutasten und zu gucken, was ist überhaupt sinnvoll und was nicht. Ja, also das kenne ich. Das kenne ich sogar persönlich. Also da hatte ich letzten Jahre, da war ich im Mixed, im Doppel und im Einzelfinale oder beziehungsweise Einzelhalbfinale, sowas, ja. Also da ist dann schon echt voller Spielplan. Da gab es auch schon ein Finalwochenende, wo ich wirklich an einem Tag, ich glaube, 4 oder 5 Matches am Stück gemacht habe. Also Einzel, Doppel, Mixed, Doppelfinale und so weiter. Also das war schon heftig dann.
Wie viele Vereinsmeistertitel stehen denn bei dir auf dem Kerbholz? Da müsste ich lügen, aber ich meine, es sind aktuell 3 oder 4, ja. Über alle Konkurrenzen insgesamt? Also jetzt so die letzten Jahre, Herren. Also gut, über alle Konkurrenzen, da sind es bestimmt, oh, das sind es 8 oder so. Also Mixed habe ich 2 oder 3 Mal in Folge gewonnen. Herren Doppel wäre jetzt dieses Jahr das Triple oder das vermeintliche Triple in Sicht gewesen. Ja, und bei den Aktiven, da sind es aktuell 2 oder 3, ja. Das ist fast schon zu erwarten bei ja, deiner langen Tenniserfahrung, bei deiner Leistungsklasse. Ich finde es ganz spannend, mit dir echt hier zu reden, weil ich merke, wir kommen gar nicht so sehr auf das konkrete Tennis, sondern auf ganz, ganz viel drumherum. Und das ist halt super spannend. Und ich würde jetzt auch weiter quasi gar nicht so sehr auf das ja, konkrete Tennismäßige eingehen, denn du hast hier ja noch mehr ja, ehrenamtliches Zeug auf deiner Liste stehen, denn du, ja, Sportwart hat hier irgendwie nicht ausgereicht, denn ich glaube, du warst auch mal in irgendeiner Form Schiedsrichter. Ja, nicht Schiedsrichter, Linienrichter war ich. Das ist ja für mich quasi fast das Gleiche, aber du warst zumindest mal dabei, ja, auf dem Tennisplatz Entscheidungen zu treffen als Linienrichter. Erzähl mal, wie ist denn dazu gekommen? Ja, das hat eigentlich auch einen interessanten Ursprung. Und zwar in Plattenhardt oben, direkt neben unserer Anlage, hat es eine große Tennishalle. Das ist die Fischerhalle. Mittlerweile ist da eine Sprungbude drin, also so Trampolinhalle. Aber früher, gerade 90er Jahre, hat dann der Dieter Fischer hat ein Turnier, ein internationales WTA-Turnier ausgerichtet. Und das hat sich profiliert und wurde eben zum Porsche, oder war, glaube ich, sogar von Anfang an der Porsche Tennis Grand Prix, der mittlerweile ja mit das beliebteste WTA und nicht Masters-Turnier ist auf der Tour und der jetzt in der Porsche Arena in Stuttgart stattfindet. Aber der hat direkt oben bei uns in der ja, in der privat betriebenen Tennishalle stattgefunden. Und zu der Zeit, also gerade 90er Jahre, haben dann die umliegenden Tennisvereine haben dann Ballkinder gestellt. Und über die Entwicklung, klar, Ballkinder, dann knüpft man die Kontakte auch zu den sogenannten Officials. Und ja, und dann rutscht man da mehr oder weniger rein oder wird gefragt, ob man sich denn auch vorstellen könnte, dann, wenn man zu alt für Ballkind ist, dann Linienrichter mal zu machen. Ja, und so bin ich im Endeffekt reingerutscht. Ab wann ist man denn zu alt als Ballkind? Ich glaube, das war bei uns so um die 16 Jahre. Also mit 14 war ich noch Ballkind, mit 15 vielleicht auch, ja, aber dann ging es zu den Linienrichtern. Und gibt es da ein Mindestalter? Also warst du dann so 16 Jahre alt, als du das quasi angefangen hast? Ja, also bei Linienrichter war ich 16. Ich weiß nicht, ob es da ein konkretes Mindestalter gibt, aber man braucht da schon ein bisschen Erfahrung oder auch Lebenserfahrung, weil. Gerade wenn man auf Profiturnieren dann, und das geht relativ schnell, ja, dann als Linienrichter auf Profiturnieren unterwegs ist, muss man ja auch dann die, sagen wir, wichtige Entscheidungen an der Linie treffen. Und ja, da sollte man vielleicht dann schon ein gewisses Alter oder eine Kaltschnäuzigkeit haben, sich da auch zu trauen, laut und entschieden zu rufen. Das ist, also tatsächlich, ich hatte bisher so dieses Thema Linienrichter noch gar nicht so auf dem Zettel, weil ich weiß nicht, Linienrichter sind ja wirklich eher so die Nebenrolle. Ich meine jetzt die ganz provokante Frage, warum nicht Stuhlschiedsrichter? Also warum ist es bei dir, weil ich glaube, es ist bei dir beim Linienrichter geblieben, oder? Ja, also das ja, als Linienrichter kann man halt ohne Ausbildung da im Tenniszirkus mitspielen, sage ich mal. Aber ja, da kam dann auch relativ schnell die Frage, ob ich dann nicht eine Schiedsrichterausbildung machen will. DTB-Schiedsrichter beispielsweise, wenn man die dann hat, also die wird dann auch mit einer Prüfung ja, belegt und dann wird man auch so die ein oder anderen Bundesliga-Spiele ja, schießen müssen, wenn man sich dafür entschieden hat. Ja, aber ja, wie gesagt, Linienrichter ist halt was man ohne Ausbildung machen kann und dann ja, und so halt mal mitspielen.
Du sagst ohne Ausbildung, aber so einen kleinen Wochenendlehrgang, wo man zumindest sagt, wo man, wie man sich hinzustellen hat und auf was man achten muss, das gibt es dann schon, oder? Ja, also für die, die da ganz neu drin sind, klar, also da gibt es dann mal so einen Probedurchgang, aber im Endeffekt ist das wirklich, da wird man fast ins kalte Wasser geworfen und ja, und dann steht man an der Linie und muss halt entscheiden. Ja. Also ja, und vor allem für diejenigen, und oftmals sind es diejenigen, die auch selber Tennis spielen, für die ist, die kennen es aus dem, nicht nur aus dem Fernsehen, sondern auch von ihren eigenen Entscheidungen, und dann ja, ist das manchmal auch ein Selbstläufer. Und das Einzige, was man dann braucht, ist einigermaßen gute Augen, oder gibt es noch andere Voraussetzungen, die man vielleicht erfüllen sollte, um Linienrichter zu sein? Nö, ich denke, gute Augen sind immer hilfreich, aber auch da ja, selbstbewusster einfach zu sein, dann sich zu trauen, sich zu entscheiden. Also das ist auch ein Aspekt, der, denke ich, da ganz wichtig ist, weil wenn man mit so mit einer unsicheren Stimme eine Entscheidung trifft, dann ja, ist es auch für den Stuhlschiedsrichter schwierig, das gegenüber dem Spieler, wenn es denn doch mal eine Fehlentscheidung sein sollte, gut zu argumentieren. Was hast du denn so für, sagen wir mal, größere Prominenz auf dem Platz sagen müssen, wann der Ball aus war und wann nicht? Also gibt es da auch dann so klassische Spielerinnen, die auch emotionaler reagiert haben oder so? Oh, ja, also da muss ich sagen, ist eigentlich immer recht respektvoller Umgang, gerade mit den Linienrichtern, was die Spieler oder Spielerinnen angeht. Klar gibt es dann die Emotionalen, die dann sich beschweren, dass gerade in der Halle, wo man keine Ballabdrücke sieht beispielsweise, ja, wo dann ein Spieler oder Spielerin das anders sieht. Aber ja, meistens wird dann die Diskussion mit dem Stuhlschießrichter angefangen und nicht mit dem Linienrichter. Aber klar, beim Porsche Tennis Grand Prix waren dann schon mal Wozniacki oder auch die Kerber oder wie sie alle heißen, wo du dann auf dem Platz stehst und dann die Entscheidungen triffst. Aber das nimmt man so gar nicht wahr, oder das ist jetzt auch nicht so die oder bei mir immer gewesen, so das Problem, da spielt jetzt die Nummer 1 oder Nummer 10 der Welt. Das war egal, ob ich in der Quali auf dem Platz stand oder ob es dann vielleicht auch mal das Finale war. Gibt es dann sonst so Kuriositäten, die einem passieren? Ich meine, der Klassiker, den ich jetzt im Kopf hätte, wäre, dass man mal abgeschossen wird oder den Ball nicht irgendwie rechtzeitig ausweichen kann. Ja, das passiert ab und zu, aber ist auch selten der Fall. So die größte Kuriosität, die ich erlebt habe, war, war ich an der Grundlinie gesessen, und Grundlinie ist immer so ein bisschen mit die schwierigste Linie, würde ich sagen. Ist ähnlicher wie der Aufschlag, aber beim Aufschlag hat man maximal diese zwei Momente, wo man auf die Linie schauen muss, wo man entscheiden muss, und danach kann man dem Ballwechsel folgen. Und auf der Grundlinie muss man halt immer dem Ballwechsel folgen und aber auch die Entscheidungen treffen, wenn es mal eng wird an der Grundlinie. Und da gab es eben einen Moment, wo die Gegnerin einen ganz hohen Lob spielt, und der fällt hinten, ja, gefühlt, für mein Auge gefühlt 50 Zentimeter hinter die Grundlinie, und halt eben steiler Fallwinkel, und ich rufe aus, und die Spielerin beschwert sich, dass der Ball doch drin gewesen ist. Die Stuhlschiedsrichterin hat es nicht gesehen irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, und holt mich halt an die Linie, und ich sollte den Abdruck zeigen. Also das war auf dem Sandplatz, um das noch hinzuzufügen. Und ja, wie man es ja auch manchmal selber kennt, also die Bälle, die von oben direkt runterfallen, und wenn viele Fußabdrücke an der Grundlinie sind, sieht man keinen Abdruck. Und dann musste ich halt hinlaufen und musste zeigen, wo der Abdruck ist, und man hat halt keinen gesehen. Und dann gab es Riesendiskussionen. Ich konnte halt nichts machen. Also die Schiedsrichterin konnte auch nichts machen. Die hat dann so entschieden, ja, dass der Ruf halt zählt. Also aus ist dann, wird dann auch angenommen. Und ja, und ab dem Moment war dann so ein bisschen die Spielerin da, ja, nicht so gut gelaunt.
Und das hat dann so weit geführt, dann gab es nochmal einen engen Ball an der Linie, den ich fälschlicherweise gerufen hatte. Und dann hat mich sogar die Schiedsrichterin von der Grundlinie dann wieder auf die Seitenlinie gestellt. Also das war so der kurioseste Moment für mich. Nagt natürlich so ein bisschen an dem Selbstbewusstsein auch, aber ja, ist dann auch wieder schnell vergessen. Und zumindest eine kleinere Anekdote, die man erzählen kann. Ja gut, das ist, ja, das, ich kann mir vorstellen, wie schlimm dann der Gang ist, zu der anderen Position, die man dann einnehmen musste. Ja, das ist richtig. Dann trotzdem, also gibt es so für dich dann eine Lieblingsposition, wo du am liebsten gestanden hast, so eine Lieblingslinie, die du im Auge behalten hast? Ja, also für mich war es schon der Aufschlag. Also, weil einfach dieser Moment oder für mich war der auch immer am besten zu sehen, der Ball. Und es macht, ich sag mal, wenn man jetzt den reinen Hobbygedanken noch mitspielen lässt, ist natürlich so, dann kriegt man am meisten vom Match noch mit. Ja. Wenn man schon mal die Chance hat, direkt am Spielfeldrand zu sitzen. Super. Dann, wie lange hast du das gemacht als Linienrichter oder bist du immer noch im Einsatz dafür oder ist das inzwischen kein Thema mehr? Nee, das ist gar kein Thema mehr. Also das habe ich bis ja, Beendigung meines Studiums noch gemacht. Ich war jetzt auch nicht in der ganzen Weltgeschichte unterwegs. Aber ja, meistens halt dann Semesterferien oder irgendwie so, dass man sich's einrichten konnte. Und ja, und dann eigentlich, ja, eigentlich gar nicht mehr jetzt in den letzten 10 Jahren. Okay, also ist ein Comeback auch ziemlich ausgeschlossen, was das angeht. Ja, auf jeden Fall. Wo du Studium sagst, würde ich noch eine kleine Sache überleiten. Die Brücke, die ich mir jetzt baue, die ist hoffentlich nicht zu holprig. Du warst nämlich 2011 bei den Tennis-Hochschulmeisterschaften mit dabei. Ja. Und hast da auch so ein bisschen, also was, ja, gerissen würde ich sagen. Was ist denn damals so? Also erstmal, was kannst du vielleicht allgemein zu dieser Hochschulmeisterschaft erzählen? Also wie qualifiziert man sich dafür? Und ja, was hast du denn da dann vollbracht? Ja, also die deutschen Hochschulmeisterschaften werden ja allgemein, also in jeder Sportart jährlich ausgetragen. Und im Tennis ist es so, dass Konstanz alle 2 Jahre da die Patenschaft für übernommen hat und dementsprechend auch dann alle 2 Jahre da auf der Anlage in dem Tennisverein, wo ich war, also beim TC Konstanz, auf der Anlage dann die Hochschulmeisterschaften ausgetragen werden. Die werden von der Uni Konstanz dann organisiert und ja, und im Endeffekt ist es nichts anderes wie eine offene Tennismeisterschaft, in der nur Studenten oder an der Universität Arbeitende teilnehmen können. Also das ist, da gibt es jetzt auch keine besondere Qualifikationsrunde oder sowas. Man kann sich da einfach anmelden und ja, und dann mitspielen. Ja, und in welchen Konkurrenzen, also hast du da dich quasi jährlich angemeldet oder war 2011 das erste und einzige Mal? 2011 war das erste Mal, nee, das war das zweite Mal. Ja, 2009 war es das erste Mal, wo ich mitgespielt habe. 2011 dann das zweite Mal. Und da habe ich dann natürlich, wenn ich schon mal dort bin, mich gleich für alle Konkurrenzen angemeldet. Also das heißt Einzel, Doppel und Mixed. Wobei, da muss man auch sagen, Einzel ist dann relativ schnell ja, passé, weil da sind schon Spitzenspieler mit dabei. Also, da will ich jetzt nicht von Weltrangliste reden, aber das sind so aus den Top 300 in Deutschland, sind dann schon mal eine Handvoll vertreten. Das heißt, da überlebt man als LK7 nicht so viele Runden. Und ja, auch im Doppel wird es dann, im reinen Männerdoppel wird es dann eng. Aber bei Mixed, ja, lief's ganz gut. Also, das habe ich mit ja, meiner, also damalige Freundin, mittlerweile Frau, gespielt. Und da sie nicht schlecht Tennis spielt, aber wir beide so, sagen wir mal, vom Leistungsniveau gleich sind, ja, das heißt, in Relation ist sie halt bei den Damen schon deutlich besser, würde ich sagen. Aber wir da gleich sind, uns gut verstehen, haben wir da eine ganz gute Runde gespielt. Genau, denn ihr seid am Ende Zweiter geworden, stimmt's? Ja. Wir haben die Vizemeisterschaft geholt,
War auch, sagen wir mal, ein bisschen kurios oder ein bisschen auf Umwegen, weil wir haben ein gutes Turnier gespielt. Unser Halbfinale haben wir ganz knapp im Match-Tiebreak verloren. Und dann hat es das Reglement zugelassen, weil unsere Gegner, die konnten am Finale nicht teilnehmen, weil die wieder zurück mussten. Also die konnten eben zeitlich das Finale nicht wahrnehmen. Und dann hat sich es ergeben, ja, dass es sozusagen den Lucky Loser gibt für das Finale. Und der waren dann wir und konnten dann das Finale noch bestreiten, haben das dann aber auch, ja, nicht deutlich, aber haben es dann auch verloren trotzdem. Genau, also laut meinen Aufzeichnungen oder laut den Aufzeichnungen, die ich online gefunden habe, denn ich habe natürlich recherchiert, habt ihr 2 zu 6, 3 zu 6 verloren. Ja, genau. Tja, dann würde ich auch sagen, das wäre auch ein ja, weiteres Highlight. Man hört aber raus, du bist anscheinend dann auch, genau wie deine Eltern, hast auch eine quasi Tennis-Ehe dir aufgebaut. Ja, genau. Ja, vorhin haben wir ja über Linienrichter gesprochen. Da habe ich sie kennengelernt. Haben uns dann in der Studienzeit in Konstanz wieder getroffen. Also sie kommt auch aus der Region oder aus der Nähe von Stuttgart. Und ja, und wie gesagt, zufällig dann in Konstanz wieder getroffen, beide unten studiert, im selben Tennisclub dann gespielt und ja, und dann hat sich das so, sagen wir mal, so entwickelt. Ja, hat man dann ab und zu sich auf dem Tennisplatz nicht nur gesehen, sondern auch verabredet, hat sich dann mal privat getroffen. Ja, und dann auch Beach-Tennis-Turniere noch zusammengespielt. Und ja, und dann 2016, als wir dann wieder nach Stuttgart zurückgezogen sind, dann zusammengezogen, haben wir dann eben geheiratet, ja. Das ist doch wunderbar, das so zu hören. So Tennispärchen sind ja dann eigentlich nichts Schlechtes, weil da hat man ein gemeinsames Hobby, was man nachgehen kann. Und ja, wie gut ist sie? Also kannst du vielleicht mal so ihre LK uns nennen? Ja, also LK hat sie aktuell auch die 7, wobei, wenn man da ehrlich ist, ist es einfach bei den Damen schwierig, sich in einem Bereich um LK4 mal zu etablieren, weil ich würde sie nämlich auf das Niveau schon ja, einschätzen, oder ich weiß, dass sie da mitspielen kann, ja, weil auch schon die ein oder anderen Matches gegen LK1 sehr, sehr knapp ausgingen. Und ja, aber da gibt es bei den Damen halt relativ wenig ja, Spielerinnen, die in dem Bereich unterwegs sind. Und wenn du dann halt auf Turniere gehst und sag mal eher die Hobbyturniere gehst, dann findest du noch ja, maximal mal eine LK7 als Gegner. Und wenn es dann aber auf die ja, deutschen Ranglistenturniere geht, wo du dich dann hocharbeiten könntest, dann hast du halt LK1er noch und nöcher dastehen oder LK2. Und dann wird es halt auch schwierig, sagen wir, mit der Einsortierung, ja. Ja, die Leistungspyramide ist da wahrscheinlich sehr stark dann oben ausgedünnt und dann der ganz, ganz große Part da oben, der ist dann wiederum wahrscheinlich eine Nummer zu groß. Ja, so ungefähr kann man sagen, ja. Super, dann würde ich sagen, biegen wir mal so langsam auf die Zielgerade ein und ich würde meine 3 Entweder-Oder-Fragen stellen und dir meine 2 Vervollständigungssätze anbieten. Ja, gerne. Dann fangen wir an bei Entweder-Oder mit der ersten Frage. Mixed mit deiner Frau oder einzeln gegen sie? Boah, gute Frage. Ich spiele lieber dann das Mixed, weil wenn ich gegen sie spiele, dann ist sie immer frustriert danach. Das heißt, du gewinnst dann auch in der Regel natürlich gegen sie. Ja, ich gewinne leider für sie in der Regel noch, ja. Wie wäre es mit Mixed mit ihr oder gegen sie? Also wenn sie Mixed mit jemandem hat, der vielleicht auch leistungsadäquat zu dir ist? Oh ne, dann lieber mit ihr. Okay. Eindeutig. Sehr schön. Zweite Frage, Arbeitseinsatz. Ich bin dabei oder ich kaufe mich frei? Nein, ich bin dabei. Erstens, ja, als Sportwart ist man immer dabei. Zweitens ist es einfach, bei uns macht es Spaß und ja, und dann tut man auch was für den Club. Ich habe da jetzt auch als ja, jemand, der du dann im Vorstand bist, auch nichts anderes erwartet von dir. Ja, wobei man sagen muss, die sich freikaufen, die sind auch mal ab und zu nicht so schlecht für die Kasse.
Nee, richtig. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Ich meine, ich glaube, wenn bei jedem Tennisverein alle ihre Arbeitsstunden komplett ableisten würden, so viele Arbeitsstunden hat man wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung. Also so viel Arbeit ist eventuell dann doch gar nicht da. Ja, das darf man ja offiziell nicht sagen. Natürlich nicht. Also das hast du auch nicht gesagt, deshalb nur, nee, na, nee. Ich habe es vielleicht auch nicht gesagt. dritte Frage, als Linien-Schiedsrichter schießen oder in der ersten Reihe zuschauen? Ja, mittlerweile in der ersten Reihe zuschauen. Habe ich mir fast gedacht, dass sich da inzwischen das so ein bisschen geändert hat in der Präferenz. Da kann man sein Bierchen nebenher trinken oder so, oder sich nochmal ein bisschen unterhalten mit dem Kumpel. Das ist schon die bessere Alternative. Bist du denn noch öfters dabei, dir Turniere auch live vor Ort anzuschauen? Ja, also wenn es die Möglichkeit ergibt. Also wir haben ja in Stuttgart haben wir ja das Weißenhof-Turnier. Da bin ich eigentlich jährlich. Und ja, beim Porsche Tennis Grand Prix, Damen-Tennis, ich will da den Damen nicht zu nahe treten, aber das ist dann doch nicht ganz so spektakulär wie Herren-Tennis, sagen wir es mal so. Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage, was man da besser und schlechter findet. Ich merke bei mir, ich kann mir auch früher konnte ich mir beides sehr gut angucken. Inzwischen ist doch die Präferenz eher so ein bisschen mehr auf Herren-Tennis, aber ja, Damen-Tennis habe ich auch noch, ja, also gerade bei Grand-Slam-Turnieren und so, da schaue ich auch ganz, ganz gerne noch hinein, weil mir reichen auch manchmal nur die sportlichen Dramen und Kämpfe, die man da mit sich auf dem Platz führt, anzuschauen. Deswegen gucke ich mir auch gerne vielleicht bei uns Amateur-Tennis an, wenn wir Maiden-Spiele haben, und dann kann ich auch bei den Damen ganz gut dann mitleiden und mitgehen. Ja, also ich denke, also Damen-Tennis darf man auf keinen Fall unterschätzen, und gerade solche Spiele wie jetzt beim French Open von der Siegemund, das finde ich schon immer sehr interessant oder sehr cool anzuschauen, weil das einfach dann wieder ein taktisches Tennis ist und nicht nur dieses Haut drauf, wie es eine Sharapova oder eine Williams spielt. Und deswegen, ja, ist halt die, bei den Herren sieht man es noch ein bisschen öfters, diese taktischen Mittel eher, und ja, wobei bei der Weißenhof auf Rasen auch nicht das ideale Turnier, aber die Atmosphäre gerade im Sommer ist da halt vor allem dabei. Dann die zwei Vervollständigungssätze, da ist natürlich auch einer dabei, der auf deine ehemalige Tätigkeit als Linienschiedsrichter so ein bisschen einzahlt. Der erste Satz, das Hawkeye-System ist eine gute Erweiterung und sollte auf jedem Hartplatz oder Rasenplatz vorhanden sein. Du hast schon auf dem Platz mal gestanden, wo es das schon gab, oder war das quasi noch nicht der Fall bei dir? Doch, ich war schon also in der Porsche Arena, gerade beim Porsche Tennis Grand Prix in der Anfangszeit, als es noch nicht auf Sandplatz war. Da gab es dann auch das Hawkeye, ja. Hast du dann, also bald man dann so ein bisschen die Faust, wenn dann vielleicht der eigene Call gecheckt wird und dann das auch richtig war? Ja, also gerade wenn die Entscheidungen ganz, ganz eng sind, da kriegt man schon so ein bisschen Adrenalin, sage ich. Und es ist dann auch hinten nachher in den Katakomben, wenn dann so ein Match rum ist oder so eine Schicht rum ist, dann wird dann schon auch mal die Statistik bemüht, wie viele gute Calls hat man gehabt, weil ja jeder Call im Endeffekt gemessen wird, aber nicht jeder wird ja gechallenged von den Spielern. Ja, aber das ist dann schon so ein kleines Ding. Das glaube ich, das hat man sogar seine Aufregermomente, seine ganz, ganz großen, wenn man in Anführungsstrichen nur als Linienschiedsrichter da ist. Ja. Letzter Satz, natürlich, da das hier die letzte Folge sein wird in diesem Jahr, musst du den Satz vervollständigen: Im Jahr 2021 wird der Tennissport hoffentlich wieder so, wie er vor Corona war, mit freien Spielen, mit allen möglichen Freiheiten und den ganzen schönen Nebensächlichkeiten des Tennissports. Das ist doch wunderbar, dass wenn das so kommen würde, weil ja das Jahr 2020 war, glaube ich, für alle auch neben dem Tennis ein ganz, ganz besonderes Jahr, und damit meine ich nicht im positiven Sinne, sondern tatsächlich ganz viel im negativen Sinne. Nichtsdestotrotz bleibt dir jetzt mal die Ehre oder keine Ahnung, die Bürde, dass du jetzt noch die als letzter Gast in diesem Jahr noch ein paar Wörter verlieren kannst, die du unbedingt in einem Tennis-Podcast nochmal loswerden wolltest. Ja, ich weiß nicht, ob speziell jetzt für den Tennis-Podcast, aber auf jeden Fall
Ja, find ich erstmal eine saucoole Idee von dir, da den Hobbybereich zu beleuchten. Das verfolge ich schon immer sehr gerne. Und ja, dann dementsprechend, was das Tennis angeht, wünsche ich oder beziehungsweise grüße ich in dem Sinne meine Frau und den Mario, der, sage ich mal, uns zwei so ein bisschen connected hat, ja, und ohne den das dann nicht möglich gewesen wäre. Und ja, und dementsprechend wünsche ich dann euch allen frohe Weihnachten, ja, ein schönes Fest und ja, dass wir bald wieder alle zusammen auf den Tennisplatz gehen können. Ja, dem schließe ich mich an. Auch liebe Grüße an den Mario, der uns hier zusammengebracht hat. Ich kann auch sagen, das war ein sehr, sehr spannendes Tennisjahr für mich, insbesondere auch mit dem Podcast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr aufs nächste Jahr, hier einfach weiterzumachen und die Geschichten zu sammeln, denn ich merke immer wieder, die sind nicht auserzählt. Ganz viele Leute können Dinge erzählen und Einblicke geben, die man bisher noch überhaupt nicht hatte. Und ja, in diesem Sinne, ja, wünsche ich allen ein frohes Fest, einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche mir so zu Weihnachten vielleicht noch die ein oder andere Rezension oder Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich, wenn das hier weiterempfohlen wird, das würde mich noch mehr glücklich machen, wenn hier noch mehr Leute zuhören. Und dann wird es im nächsten Jahr wieder ganz, ganz spannende Gäste geben. Und ja, Dominik, dann stoße ich jetzt virtuell mit dir mit dem Glühwein hier an und dann bis irgendwann mal. Mach's gut. Ja, dir auch alles Gute, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das war Kleines Tennis. Auf der Website kleinestennis.de findet ihr die Links zum Abonnieren und ihr erfahrt, wie man mich am besten erreichen kann.